Ja, lange ist es schon ersehnt und erhofft gewesen. Morgen ist es dann endlich soweit. Der Handel sperrt auf, dieser Lockdown endet. Wenn wir uns ganz kurz zurückerinnern, mit dem 1. April hat das ja begonnen, dieser Osterlockdown in Ostösterreich, in Wien, Niederösterreich und im Burgenland. Der wurde dann immer sukzessive verlängert, im Burgenland bis zum 19. April, in Wien und Niederösterreich, also tatsächlich bis heute. Und morgen sperrt aber nicht nur dann der Handel wieder auf, sondern auch Friseure. Man kann jetzt einmal Frisur kennen, Gott sei Dank sperren auch wieder die Friseure auf. Museen zum Beispiel sperren auf oder Freizeitbetriebe auch wie Zoos. Der Handel natürlich auch mit strengen Einschränkungen. Mit einer FFP2-Maskenpflicht, mit Abstandsregeln. Pro Kunde muss es eine Geschäftsfläche von 20 Quadratmetern geben. Der Verzehr von Speisen im Inneren ist nicht gestattet, aber dennoch. Das Allerwichtigste ist, und das ist auch wirklich ein kollektives Aufatmen von den verschiedenen Handelsbetreibern und Handelsbetreiberinnen, zu bemerken, dass sie wirklich auch aufsperren können. Des Weiteren fällt die Maskenpflicht. Ganz in der Nähe hier vom Graben ist ja auch der Stephansplatz. Da hat ja auch die vergangenen Wochen diese Maskenpflicht im Freien gegolten, aber auch am Karlsplatz, am Schwedensplatz, am Maria-Theresien-Platz und auch am Donaukanal. Das alles fällt dann mit morgen. Die 7-Tages-Inzidenz, die ist in Wien auch nur mehr bei 165. Wenn wir uns kurz zurückerinnern, vor wenigen Wochen war die ja noch an die 400. Und vor ein paar Tagen hat es geheißen, dass sie in der Wiener Innenstadt schon auf unter 50 ist. Michael Ludwig hat natürlich dennoch gesagt, dass er nicht davor zurückschrecken würde, auch diese Lockerungen zurückzunehmen, wenn die Fallzahlen dann wieder steigen würden. Des Weiteren gelten es Ausgangsbeschränkungen, aber nur mehr in den Nachtstunden zwischen 20 und 6 Uhr. Da darf man nur mehr raus, wenn man arbeitet, wenn man die Pflegeangehöriger verübt oder sich auch die Beine vertreten will. Unterm Tag ist es so, dass sich nur mehr 2 Haushalte treffen dürfen, aber immerhin mit maximal 4 Erwachsenen und einer Obergrenze von 6 Kindern. Was auch ganz, ganz wichtig anzumerken ist, ist, dass unser neuer Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein angewendet hat, dass diese indische Corona-Variante, die es ja jetzt gibt, dass die aus heutiger Sicht nicht die Öffnung gefährdet, weder die am 3. Mai noch die am 19. Und es sind ja auch schon verschiedene Maßnahmen dafür getroffen worden. Es gibt ein sehr, sehr genaues Contact Tracing. Einreisebestimmungen sind verschärft worden von Indien nach Österreich, damit einfach diese Variante sich nicht durchsetzen kann und diese Pläne, die schon so lange ersehnt wurden, dann irgendwie noch gefährden kann.